geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, gute Arbeit braucht eine stärkere Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen, ist hier das Thema gewesen. Ich glaube eigentlich, die Position der Linken, die wurde hier nicht ausreichend richtigerweise vorgetragen, weil ich glaube, es ihnen um Regulierung geht, um noch mehr Regulierung. Ich glaube, aber vielleicht können Sie das nachher noch mal klarstellen, ihnen geht es eigentlich um Abschaffung. Sie wollen gar keine Leiharbeit und gar keine Werkverträge. Und insofern bin ich der Frau Ministerin dankbar, dass sie ausgeführt hat, dass die beiden Dinge wie Leiharbeit bzw. Werkverträge legitime Mittel des Arbeitsmarktes sind. Und ich habe eine etwas andere Position. Ich würde es sogar noch deutlicher formulieren. Für mich sind es keine legitimen Mittel, sondern sogar notwendige Mittel, die wir im Arbeitsmarkt benötigen. Und warum wir die benötigen? Ich glaube, das ist jedem klar. Damit wir eine gewisse Flexibilität auch auf Arbeitgeberseite haben, um zum Beispiel gewisse Spitzen dann auch flexibel abzudecken. Und wenn Herr Förster hier eine neue Dimension aufmacht in seinen Ausführungen zum Thema Arbeitsmarktpolitik, die ich so noch nicht kannte, indem er hier die Bestechlichkeit in den Vordergrund gespielt hat und der CSU im Prinzip klar unterstellt hat, hier bestechlich zu sein, dann muss ich sagen, dann ist das schon sehr starker Tobak. Und ich will Ihnen auch noch mal deutlich sagen, Herr Förster, in diesem Zusammenhang, das, was Sie hier betreiben, einseitige Schelte in Richtung Arbeitgeber, das ist aus meiner Sicht nicht angebracht. Die schwarzen Schafe, die müssen Sie rauspicken. Gegen die müssen wir auch vorgehen im Rahmen unserer rechtlichen Möglichkeiten, die wir haben. Aber dass Sie pauschal die gesamte Arbeitgeberschaft hier diffamieren, das, glaube ich, ist der falsche Ansatz. Das habe ich Ihnen auch schon mehrmals gesagt. Und ich werde auch nicht müde zu betonen, Ihnen zu erklären, dass wir eine funktionierende Marktwirtschaft in diesem Lande mit der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland nur haben können und mit den sozialen Errungenschaften, die wir dann verteilen können, wenn wir Arbeitgeber haben und Arbeitnehmer, sie respektieren als gleichwertige Partner in diesem Arbeitsprozess und auch so handeln und sie einbeziehen über Tarifautonomie und ähnliche Dinge, dass wir gemeinsam am Standort Deutschland arbeiten und nicht hier einseitig die Arbeitgeber pauschal stigmatisieren. Ich wundere mich auch, warum Sie im Prinzip gar keine Anträge mehr stellen, warum Sie jetzt auf Aussprache übergehen. Das wundert mich ernsthaft, weil entweder haben Sie erkannt, dass das Thema für Sie abgefrühstückt ist, dann sollten Sie auch so handeln, wenn Sie erkennen, dass das Thema durch die Koalition in Berlin und der Führung der SPD, des Arbeitsministeriums, abgearbeitet wird, dann ist auch so eine Aussprache nicht notwendig. Um Ihre Position in dieser Form noch mal deutlich zu machen, bedarf es so einer Aussprache nicht. Aber es gibt mir zumindest die Gelegenheit, und die möchte ich natürlich auch nutzen, um dann mal darzustellen, weil Sie ja so tun, als wenn die deutsche Wirtschaft demnächst untergeht, wenn wir keine stärkere Reglementierung vornehmen. Und wenn diese Reglementierung so unmöglich ist, wie Sie sie darstellen, dann frage ich mich, wie kann es sein, dass wir so erfolgreich in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern darstellen? Und deswegen will ich es Ihnen auch noch mal sagen, trotz Ihrer angemahnten Regulierung hat sich eben die Arbeitslosenzahl in Mecklenburg-Vorpommern 2005, markantes Jahr, Sie hatten noch ein Jahr Regierungsverantwortung, zum jetzigen Zeitpunkt halbiert, und zwar auf 86.000. Und wenn wir noch mal ins Jahr 2005 zurückblicken, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hier aufrufen, knappe 500.000, dann stehen wir heute in 2000 oder Statistik auf 2015 bezogen, auf über 550.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, also plus 50.000. Und das trotz dieses Umstandes, den Sie hier in Grund und Boden reden wollen. Und dann muss ich fragen, ist es möglicherweise, wenn ich den Arbeitsmarkt mir anschaue, gar nicht das entscheidende Thema, wenn es um erfolgreiche Wirtschaftspolitik geht? Und ich will jetzt hier keinen Quiz veranstalten, weil ich ehrlich gesagt auch davon ausgehe, wenn ich die Frage, die ich jetzt in den Raum stelle, sowieso nur von den wenigsten
richtig beantwortet werden kann. Wenn man sich nämlich mal vorstellt und weiß, von wie viel Prozent wir hier sprechen, die betroffen sind, wie viel Prozent sind denn nun Zeitarbeiter, Leiharbeiter, das, was Sie hier ansprechen, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen tätig sind. Ich sehe schon, Ihr Kollege Koplin guckt ganz interessiert, weil er die Zahl wahrscheinlich auch nicht kennt. Das ist doch mal ein Angebot. Auch wenn wir hier nicht auf dem Basar sind, sage ich Ihnen, die Zahl liegt bei 1%. 1% von 550.000 in Mecklenburg-Vorpommern, 1%, die dieses Thema überhaupt tangieren. Jetzt will ich, weil ich da auch keine Statistik habe, aber wenn Sie die 550.000, dieses 1% mal ausrechnen und sich dann noch die schwarzen Schafe raussuchen, dann sind wir nämlich fast im Promillebereich. Aber Ihnen, Herr Förster, gelingt es ja dann immer wieder hier auch exemplarisch Beispiele, die ich auch verurteile, dann aber so aufzubauschen, als wenn der gesamte Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Art und Weise funktioniert. Und das kann ich nur zurückweisen. Wenn wir dann heute die Frage stellen, Frau Ministerin hat es schon ausgeführt, wo stehen wir bei diesem Thema, dann ist es eben so, dass es noch keine Einigung gab auf der Bundesebene, was die konkrete Ausformulierung betrifft. Aber wir müssen feststellen, es gibt zumindest seit 2013 einen Koalitionsvertrag, wo all diese Punkte aufgezählt sind, zum Beispiel die Bezahlung gleicher Lohn nach 9 Monaten, die Überlassungszeit von 18 Monaten oder auch, dass Leiharbeiter eben nicht als Streikbrecher eingesetzt werden dürfen. Das ist vertraglich seit 2013 festgeschrieben. Die CSU hat noch Redebedarf, das ist normal in so einer Koalition. Und richtigerweise läuft jetzt die Ressortanhörung. Und die Ressortanhörung hat aber zumindest einen Referentenentwurf als Arbeitsgrundlage, den ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung stellen kann. Dort steht nämlich genau drin, Lösung, Punkt 1, 3 Punkte will ich nur mal exemplarisch nennen, die dazu führen, die Zielstellung des Gesetzes, nämlich eine bessere Stellung der Leiharbeiter, mit dem kein Mensch ein Problem hat, eine bessere Stellung für die Leiharbeiter, eine bessere Position zu erzielen. Und der Gesetzentwurf hat dann unter anderem zum Inhalt, zur Zielstellung, auch den Missbrauch dann zu bekämpfen. Und wenn ich Ihnen nur mal 3 Punkte des Referentenentwurfs hier sage, Leiharbeiter, also Höchstüberlassungsdauer hier 18 Monate, Punkt 1, Punkt 2, nach 9 Monaten gleicher Lohn, Punkt 3, kein Einsatz von Leiharbeitern als Streikbrecher, dann kann ich nur sagen, der Koalitionsvertrag wird, wenn das dann Gesetzeskraft erlangt, 1:1 umgesetzt. Und ich kann jetzt nicht erkennen, wo Sie das Problem haben. Das einzige Problem ist, wir steuern auf Landtagswahlen zu und Sie können natürlich nicht ganz das Gesicht fallen lassen. Sie können nicht nochmal einen Antrag stellen in dieser Form. Deswegen gehen Sie auf eine Aussprache über. Ich glaube, das macht auch nicht viel Sinn, weil das Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht ist. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie vielleicht in der Juni- oder Juli-Sitzung, je nachdem, was Ihnen dann besser passt, hier nochmal mit einem Antrag kommen, wenn Sie dann im Gesetzgebungsverfahren etwas weiter sind, der dann in etwa so lauten könnte, die Landesregierung wird aufgefordert, meinetwegen über die Arbeits- und Sozialministerkonferenz oder aber über den Bundesrat entsprechend Druck aufzubauen und die Bundesregierung zum Handeln zu zwingen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herr Renz, gestatten Sie eine Frage des Abgeordneten? Nein.